Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin ja jetzt hier in der Nähe von Top of the World. Schaut mal. Das Riesenteil hier. Ja, also Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe... ihr seid ja so lila. Ich habe hier an der Werkbank, ich wusste doch, dass hier eine ist, mich erstmal erleichtert. Nicht ent, sondern erleichtert. Und würde jetzt ganz gerne mit euch zu meinem Camp reisen, um dort die besagte Munition herzustellen. So, da sind wir auch schon. So, Waffe kann ich wegpacken. Oh, hast du mich jetzt erschrocken. So, was hast du denn Schönes für mich? Kann ich ihre Knochen verwerten, wenn sie sterben? Lose Schrauben ist auch immer wichtig. Gummi. Ich bin im Schimmelhimmel. Öl brauche ich auch immer. Hier bei denen weiß ich nicht so genau. Beton, lasse ich erstmal drin. So, Werkbänke sind hier. So, erstmal. Achso, ja, okay. Herstellen. Jetzt habe ich aber vergessen, worunter ich nochmal die Sprengkörper finde. Sprengkörper. Ne, Großmengen noch nicht. Nein, nein, nein. Minen. Da, Sprengköder, nicht Sprengkörper. Okay, und eine reicht, ja? Super, Sie haben sich ekligen, mit Fleisch bedeckten Sprengstoff besorgt. Und jetzt lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Haben die Fallensteller auch gemacht. Jedes hungrige Raubtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck, ihm war diese verrückte Idee gekommen, nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Als die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben? Tja, sagen wir es mal so, da haben die Köder die Werte verloren. Naja, weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden? Egal, Sie wissen schon, was ich meine. Egal, wofür Sie Ihren Köder verwenden. Bringen Sie damit einfach etwas zur Strecke, das Sie töten und fressen würde. Sagen Sie mir Bescheid, wie es für Sie läuft. Okay. Teste den Sprengkörper mit einer Kreatur. Wäre also hier... Oder hier. Plündern ist wunderbar. Aber. Oder dort. Und schmutzig. Dann gehe ich doch lieber. In die Green Country Lodge. Lager der Aufseherin. Ja, komm. Gehen wir mal dahin. So, und wie wende ich den an? Ah, wartet mal. Hier ist ja auch immer oft noch was drin, was ich gebrauchen könnte. Metallbett. Verkaufe ich. So. Ja, jetzt ist die Frage, ist das jetzt unter Munition zu finden? Ja, oder? Nicht Notizen. Munition. Da. Ködersprengstoff hieß es doch, ne?
Okay, wo finde ich, oder finde ich das unter Hilfsmittel? Ach, Sprengköder. Ja, nee, schon klar. Ja, warte mal. S. Nee. Unter was finde ich denn das jetzt? Unter... Hä? Tessin Sprengköder mit einer Kreatur. Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Ich muss den Sprengköder testen. Wenn ich den Köder in der Nähe eines hungrigen Fleischfressers aufstelle, sollte das Fleisch die Kreatur anziehen und sie in die Luft jagen, sobald sie zu nahe kommt. Ja, und wo finde ich den jetzt? Den Sprengköder? Unter Kleidung doch bestimmt nicht. Waffen? Ach nee, echt jetzt? Okay. So, und ich muss jetzt hier in die Nähe, ne? Genau. Dann wollen wir mal. Halt! So, 83 Meter. Ach. Der geht mir bestimmt wieder auf den Senkel hier. Ne, Mr. Farmhand ist noch nett. Okay. Hi. Wow, okay. Warte mal. Oh, ja. Hab ich die jetzt? Moment. Warte mal. Oh, ich werde hier zerfleischt. Moment mal, das hat aber jetzt aber nicht geklappt. Ach so, hätte ich das... ich hätte es, glaube ich, vielleicht werfen sollen, oder? Verdammt. Okay, das ist, glaube ich, jetzt misslungen. Das ist natürlich doof. Oh, hat jemand da eine Hütte gebaut? Eisen. Guck mal, hier hat jemand eine Hütte gebaut. Ach, wie süß. Ja, klein. Oh, was liegt denn hier? Na? Ah, verdorbene Sachen. Dieser Ort hat eine Menge Potenzial. Ach so, ja, ist ja voll. Shit. Ach, süß, ja. Niedlich, niedlich. Ich werde hier auf eine Goldgrube stoßen. So, ich habe jetzt Köter, Dingsterbumster. Ist hart, hier über die Runden zu kommen.
So, Meier, Maulwurfsrattenfleisch, okay. Wir müssen hier dringend sauber machen. Ja. Ich werde hier auf eine... Hey, bist du auch auf der Suche nach Schätzen? Immer. Hast du noch nicht davon gehört? Schau dir an, wie viele Leute zurückkommen. Angeblich warten unglaubliche Goldmengen nur darauf, entdeckt zu werden. Hm. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Yay. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Karte lesen soll. Willst du sie haben? Nehme ich. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Viel Spaß beim Graben. Waldschatzkarte 8 hinzugefügt. Okay. Um die sollte man sich auch mal kümmern, um die Sachen. Oh. Nee. Hä? Hab ich die nicht ausgestattet? Ich verstehe es mit den Sprengködern nicht. Oder ist es alt? Ach, alt ist es. Oder? Ja. Ein Hoch auf brutale Effizienz. Ich schätze, die Fallenstelle hatten kein Problem damit, Splitter aus ihrer Beute zu holen. So grausam die Fallenstelle auch waren, die Knallharten waren das genaue Gegenteil. Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Wir nannten sie scherzhaft so, weil sie sich standhaft geweigert haben, ihre Würde aufzugeben und nicht ohne Anlass gewalttätig werden konnten. Pazifisten. Ich weiß nicht viel über ihre speziellen Taktiken. Hatten sie überhaupt welche? Keine Ahnung. Vielleicht eine Todeskralle zu finden und sich mit ihr anzufreunden oder so. Was? Nähere dich einer Todeskralle und freunde dich mit ihr an? Auf das Ding muss ich erstmal einen trinken. Sehr schön. Und dann trinke ich nochmal. Nee, dann esse ich nochmal ein Leguan am Stiel. Und eine Köterkeule. Und dann trinke ich nochmal auf das Ding aufbereitetes Wasser. Todeskralle. Nee, oder? Aha, hier in der Nähe. Oder dort. Da war ich nur noch nicht so wirklich. Oder hier. Okay. Oder hier hinten. Ha. Dann gehe ich doch mal lieber zu Top of the World, oder? Oh mein Gott. Ha. Wer schießt da? Ach Gottchen. Hier ist der Krieg ausgebrochen. Okay, also folgendes. Dann gehe ich jetzt zu Top of the World. Also Rose hat doch echt einen Knall, oder? Mich mit einer Todeskralle anfreunden? Das funktioniert nie und nimmer. Nie und nimmer. Nee, ich will es nicht umschalten. Ich möchte einen Wegepunkt setzen. Ungefähr hier. Okay. Was soll mich schon passieren? Ist doch nur eine Todeskralle.
Ich habe nur noch 29 Munition für die? Ach du meine Güte. Ich muss unbedingt Munition herstellen. Kampfgewehr. Totale Katastrophe. Ja, dann nehme ich jetzt den Auspritzer. Das ist eine very good idea. Wenn ich mich mit einer Todeskralle anlegen will. Bin ich mal gespannt. Finde ich die jetzt hier oben oder da unten? Aha. Ach, nicht doch. Wer bist du denn? Du bist ein Siedler. Komm mal her, du kannst mir mal helfen. Was? Hi. Bleib mal stehen, Junge. Jetzt geht's los. Womit denn? Lass doch den kleinen Opossum. Voll Depp. Du erledigst mich nicht. Das. Diese grässlichen Kreaturen. Ich kill sie alle. Was zum Teufel war das? Wir haben Gesellschaft. Was ist denn jetzt schon wieder? Lass doch mal den Opossum. Oh Mann. Ja, komm. So. Zufrieden. Die Blutadler sind ein gefährlicher Ableger der Raider. Die vertragen sich nicht mit der Gruppe. Ja, tut mir leid. Jetzt geht's los. Das war echt knapp. So, ich habe jetzt einen neuen Rang bekommen. Ich habe solchen Muskelkater. Ja, ich möchte mal mit dir reden, du Vogel. Danke für die Hilfe. Diese scheußlichen Dinger haben mich seit Wochen belästigt. Ich sollte langsam mit dem Saubermachen anfangen. Ich erzähle den Leuten in Foundation von deiner großen Hilfe. Okay. Diese verfluchten Viecher machen immer nur Ärger. Alles klar, na denn. Ich lasse die jetzt in Ruhe, die Opossums. Ich wollte jetzt eigentlich nur mit ihm reden, deswegen habe ich die jetzt getötet, sonst hätte ich die in Ruhe gelassen. Was, ihr glaubt mir etwa nicht? Ihr wisst doch, ich bin die liebste Person überhaupt. Und warum muss ich jetzt darunter? Muss ich jetzt darunter? Wisst ihr was? Mir fällt da gerade was ein. Und zwar... Na, wer errät es jetzt? Tada! Ich ziehe einfach mal meine Vorrüstung an. Ja, die Lackierung kommt schon echt gut. So, und schon weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ging es nicht hier irgendwie runter? Ich hätte schwören können, es geht da irgendwie runter. Ja, ich weiß, wenn man rennt, geht der Fusionskern schneller alle.
beim Vorbeigehen die Brombeere gepflückt. Habt ihr gesehen? Okay, also, jetzt ernst. Ja, jetzt hier ganz ernst. Wo ist denn die Todeskralle? Nein, 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 nein. Oh Gott, Phantasis, was machst du? Was läuft hier ab? Jetzt komme ich wieder nicht hoch. Das ist wieder so typisch für mich. So, kleine Todeskralle, wo bist du? Wer ballert denn da unten? Ist doch nichts. What? Wo ist denn jetzt meine... Aha, ich bin ein bisschen falsch. Aber vielleicht finde ich sie auch jetzt hier wieder nicht und muss wieder hin und her switchen. Ich dachte gerade, da lag was. Okay, ein bisschen rechts, aber wenn ich jetzt rechts laufe, dann komme ich doch hier den Abhang runter. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, oder? Oder doch? Nee, ich glaube eher nicht. Ha. Oder doch? So oder so. Ich sitze in der Scheiße. Aber irgendwie höre ich was. So als wäre sie über mir. Eigentlich müsste die ja unter mir sein, oder? Ah, verdammt. Ach, da unten laufen welche, guck mal. Da. Blutadler. Ich spring einfach mal runter. Oh Gott, hier breche ich mir doch alle Knochen. Au. Au, au, au. Das hat echt wehgetan. Alles klar. So, dann schaue ich nochmal. Oh, ich bin ja richtig am A der Welt hier. Ja, hat ja super funktioniert. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das macht irgendwie Bock. Yay! Okay. So.
Jetzt bin ich aber unten. Und überhaupt nicht da, wo ich sein sollte, wahrscheinlich. Bam. Ach, da, guck mal. Ich habe sie entdeckt. Hallo. Du meinst, es ist nicht gut mit dir, oder? Wow. Geht nicht? Boah. Oh, hey, Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehen. Um Gottes Willen, wir reden hier von einer Todeskralle. Wow, die hat mich. Oh, sie sind eingetroffen. Töten sie das Biest oder lassen sie es? Mir egal, solange ich mir keinen neuen Assistenten suchen muss. War ich jetzt angespannt. Kaliber 50 Maschinengewehr, okay. Hey, schön, dass Sie eine der fiesesten Kreaturen erledigt haben, die es gibt. Sie sind absolut irre, das überhaupt zu versuchen, aber das mag ich an Ihnen. Ja, super. Wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um ihnen beizubringen, dass dort draußen nicht jeder ihr Freund sein kann. Das sieht man an den Knallharten. Weiter im Programm. Die Blackwater-Banditen waren als gewiefte Diebe bekannt. Man glaubt es kaum, aber einmal haben sie in einem Lager der stählernen Bruderschaft zugeschlagen. Verrückt, oder? Sie schlichen sich direkt an den Wachen vorbei und stahlen ihnen Waffen, Munition, Mini-Atombomben und was weiß ich nicht alles, während die anderen schliefen. Und ehe man sich versah, zogen die Ritter mit eingezogenem Schwanz ab und wir hatten ein neues Arsenal. Tja, die Bruderschaft ist nicht mehr da, aber es gibt noch schwer bewaffnete Supermutanten. Bestehen Sie die. Schleichen Sie. Vielleicht müssen Sie nicht gegen alle kämpfen. Aber eigentlich geht es mir nur um ihr Waffenversteck. Vielleicht ist was Gutes dabei, vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Da liegt was. Oder jemand. Guck mal. Ach, ein Blutadler. Ja, nee, okay. Alles klar, ihr Lieben. Dann denke ich mal, war es das für heute. Die Todeskralle haben wir erledigt. Leider haben wir uns nicht mit ihr anfreunden können. Wäre ja auch zu absurd, glaube ich. So, und das nächste wäre dann, stelle etwas aus einem Supermutanten... Was? Stehle etwas aus einem Supermutantenlager. Ey, die Frau ist echt verrückt, oder? Na gut. Was soll ich dazu sagen? Schöne Aussicht. Ich mache noch mal kurz ein Bild davon. Irgendwie kommt's cool. So. Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Und ja, schaut das nächste Mal wieder mit rein. Bis dann. Bye, bye.